Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de, Hashtag Werbung, wir sind im Bloomborough Pre-Release und ich habe eine coole Deckliste hier. Und zwar ein Standarddeck, das sich Sultai Roots nennt, das hat der gute Yoman5 auf Twitter gebrewt. Cooler Typ, der macht das immer für diese Pre-Release-Events. Und das ist ein Insidious Roots Decks, also eigentlich ganz cool, mit Soul Cauldron, Repression. Wir haben dieses neue Cage Grab, wo Millen und dann Permanent Card in die Hand zurückholen und wir brauchen halt Roots und das findet Roots, was ich ganz cool finde, dass hier nämlich nur Kreaturen, wenn wir es gekickt haben, aber auch Permanents und wir haben Honest Rootstein und wir haben diese Shell. Cool, bin gespannt, was das Deck macht. Wir hüpfen in eine Standard Best of One Gedingens, das es hier halt gibt. Das müsste schauen, dass ich das hinkriege. Standard, ja, okay. Sparky, ja, okay. Danke, Sultai Roots, okay. Machen wir, danke. Find Match. Hervorragend. Schauen wir mal, ob das Deck was hinbekommt. Sieht schon ein bisschen shady aus, aber ich meine, mit dem Friedhof rumdördeln ist ganz cool eigentlich. Wie schlecht soll das sein? Hey, James. Oh, wir haben Roots auf der Hand. Keep. Wir können es nicht casten. Das ist nur noch so ein Problem. Aber irgendwas ist ja immer. Frog Warrior. Okay. Aha. Der wird halt immer größer. Gute Sache. Gute Sache. Okay. Ach, come on, Dick. Sei halt nicht so. Dann holen wir uns ein Repossession wieder. Ist ja alles safe. Jetzt brauchen wir doch nur noch ein Forest oder sowas. Der Gerät macht, you may cast creature spells from your graveyard. Okay. Okay. Okay, okay. No blocks. Das ist jetzt wirklich, wirklich nicht, wie das laufen soll, aber... Hold! Hold mit einem Death Toucher, hold! Ich meine, wie schwer kann es sein, ein grünes Mana zu finden in dieser kompletten random Mana-Basis? James auch mit zwei Ländern und seitdem nur noch Action, gell? Das ist, so muss man das machen. Dreifarbig, kein Problem. Irgendwie? Das ist schon merkwürdig. Camellia Menace. Jo. Ja, Dick. So ist das natürlich ein Problem. Ach ja.
Von dem Land weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Es hätte auch irgendwas Vernünftiges sein können. Da hätte man vielleicht mitspielen können. Aber das versuchen wir gleich nochmal. Ja. Bin nur ein großer Tyva-Freund eigentlich. No blocks. Good game. Die ganze Hand mit grünen Karten voll. Ja, so geht's halt. Okay. Create a food. Mhm, okay. Food-Synergien am Start. Ja, mach mal. Okay. Warum ist der da drin? Was macht der mit zu Foods? Okay, die sind jetzt Foods zusätzlich. Okay. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht das Deck, aber wir haben einfach gar nichts gemacht. Nochmal. Come on, Server. Es war hart. Ich weiß, es war hart. Würde mich auch schämen, wenn ich mir so einen Draw hingelegt hätte. Das ist schon so. Mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir jemanden finden. Ja, ich weiß nicht, wie beliebt Standard ist jetzt im neuen Set. Weil jetzt Rotation war. Eigentlich ist es doch ganz cool. Eigentlich ist es doch ganz cool, was anderes zu sehen. Okay. Aha, schau mal. Wir haben Roots auf der Hand und unser Mana. Ja, so. Dafür sind wir on the draw und kriegen gleich ein Duress ins Gesicht oder so. Was wollen wir denn? Können auch einfach ein Land exilen. Ja, ich exile mal noch ein Land. Für mich kostet alles bis jetzt 2 Mana. Nein! Lass mich doch einmal mein Zeug machen. Was soll denn das? Jedes Mal muss man hier gegen so Tryhard-Humpels spielen. Hand Disruption in einem Streamer-Event. Was ist los mit euch? Gibt's doch nicht. Ja, das hast du davon. Ich glaube, das Deck spielt überhaupt kein Removal von dem her. Naja. Okay, ist wirklich Hand Disruption. Alter, jetzt mal ernsthaft, Freunde. Wenn man in so einem Event mitspielt, dann spielt man doch nicht so ein Deck. Was ist denn los mit euch? Ja, unglaublich. Ja, komm. Das ist mir zu doof. Aber ganz ehrlich. Das ist echt unglaublich. Nochmal ein Versuch. Einmal mitspielen und nicht gegen Mono-Forzis. Das wäre ganz cool. Damit wir sehen, ob diese Deck-Idee überhaupt funktioniert. Roots mit Tyva war es ja schon in Modern sowas, was wir getestet haben. Aber im Standard hat es vielleicht mehr Chancen.
Letztendlich ist die Power ja gerade nach Rotation ein bisschen niedriger. Vielleicht reicht das aus, dass man ein bisschen Sachen wiederholt, recurred und irgendwelche Tokens baut. Und natürlich ist die Deckliste nicht getuned, das ist ja logisch. Okay. Charnival. Okay, wir haben Turn 1 Play. Wir können vielleicht unsere Roots finden. Okay, keep. Okay, okay, wir haben Tyva. Okay, es wird. Vielleicht machen wir einfach Cage Crab. Mhm. No attacks, Gürchen. Schauen wir mal. 2, 3, 4. Ich denke mal, ich nehme Surveillance. Schadet nie. Dann spielen wir wahrscheinlich. Wobei ich habe keine Creature Card, das ist, wäre Quatsch. Weiß halt wieder nicht, was Opponent macht. Ich greif mal an. Ich greif mal an. Vielleicht das Einfachste. Und dann in. Nein, halt. Tiva. Dann enttappen wir mein 1-2er. Und hoffen, dass Tiva überlebt. Und dann schauen wir nächste Runde, was wir machen können mit noch einem Draw, Underground Mortuary. Okay, fair. All the tokens. Naja, Tokens quasi. Okay, neue Karte. Tap 2 and tap tokens you control. Add 1 mana of any color. Tap 3 and tap tokens, draw a card. Tap 4 and tap tokens, put 3 +1/+1 counters on. And it gains trample. Aha. Gestört. Okay, da haben wir die Karte, um die Stack rumgebaut ist. Sehr schön. Okay. ja, no blocks. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das überleben. Ich glaube es ja nicht. Ich habe zumindest mal ein paar bisschen Toughness aufs Board gebracht. Aber das sieht nicht gut aus, ich bin ehrlich. Oha. Oha. Ja. Fair. Okay, könnte mich auch einfach wegbatchen mit dem Gerät, aber gut. Dann nicht. Ziehen wir mal. Land ist nicht das Schlechteste. Roots ist auch nicht schlecht.
Ich glaube, ich will Roots auf dem Board haben. Ich glaube, ich will einen Death Toucher. Ich glaube, ich mache schon mal meinen ersten Token. Nächste Runde kann ich ein paar mehr machen, aber ich habe einen Death Toucher, der hier potenziell blockt, und ich habe einen 2-5er, der hier blocken kann. Okay. All the tokens. Ah, ich konnte nicht smashen, weil das kein Token ist. Richtig. Mein Fehler. Völlig richtig. Das sind ja nur 3 Tokens gewesen. Ja. Wir blocken so. Okay. Das ist ein Problem. Aber nicht das Schlimmste. Das heißt, ich hätte gern Eden. Nochmal ein Death Toucher, yo. Map. Kann ich nämlich auch sinnfrei das Board zulegen. Ich hätte noch ein Mana offen, aber ich lasse es mal. Ja, das ist ein Problem. Es tut jetzt ziemlich weh. Ich glaube, ich mach's so. Kann hier Indestructible geben, aber dann ist es so, dann ist es zumindest weg. Mein Archäologist kann zurückgeholt werden. Jo, macht es. Okay, hat sogar meinen Death Toucher leben lassen. Fair. Faire Geschichte. Das machen wir. Target a Creature. Und nochmal ein Roots. Ich glaube, ich nehme noch mal ihn hier. Jo, Güchen. Das können wir Instant Speed machen. Können wir unsere Blocker noch mal ein bisschen vergrößern. Jetzt haben wir 2 Roots. Jetzt können es langsam losgehen. Dann können wir vielleicht endlich mal der Gerät legen. Dass meine Kreaturen pumpt. Ah, come on, mate. Oh, ein Roots. Ja, okay. Fair. Okay. Und der hier könnte auch endlich mal verdoppeln. Okay.
Virtue ist auch ein Problem auf Dauer. Der kann jetzt noch größer werden. Da muss unser Roots ganz schön Action machen. Backup mal da drauf. Okay. Wir haben zumindest mal ein relativ großes Board, hä? Ich bleib mal noch einmal hinten und nächste Runde können wir, glaube ich, angreifen. Ja. Das enttappt die Kreatur noch. Jo, perfekt. Perfekt. Okay. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was wir hinkriegen. Nochmal ein Root, hätte ich gesagt. Ah, Arena tappt wieder, wie der erste Mensch. Wombo Combo. Ja, mit den kleinen können wir tappen wegen mir. Dann foragen wir mal weg. Braucht nur Länder, der gibt doch hart Trampel, oder? Ja. Okay, Arena. Schauen wir mal, ob es packt. Okay. Ich habe all the cards in hand. Dann nochmal ein Root. Schade nie. Nimm doch bitte das Mana hier. Ich meine, es wird ziemlich groß alles. Wie viele Blocker haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muss ich erstmal alle auf 19 Power kriegen.
4 Karten im Deck. Ich greife mal an. Glaube ich, ein guter Start. Attack! Okay, wir haben leider keinen Trampel im Deck, das ist so ein bisschen ein Problem. Okay. Damage. Wieso blockt der eigentlich nicht? Mhm, mutig. Sollen wir noch was spielen? Habe ich genug Blocker? Ich glaube schon. Ich sag mal go. Discard mal das Zeug, was man immer brauchen. Eins, zwei, die drei. So machen wir das. Okay. Das sind immerhin 6 Rabbits. Ich meine, ich hätte noch ein paar mehr Blocker machen können, aber ich glaube, ich habe genug Life. Glaube ich. Ich mache mal geschwind noch ein Screenshot für Twitter. Resolve, ja. Deck is working as intended. Okay. Der Pony natürlich ein Board-Vibe im Deck hat, in seinem Token-Deck, dann sind wir am Ende, weil ich habe nur noch 4 Karten in der Bibliothek. Wobei, ich kann die Rootsteins immer cyclen. Von dem her sollten wir einfach wieder ein Board aufgebaut kriegen. Knight Errant, okay, gelingt. Jo, macht noch ein paar Tokens. Sollte trotzdem nicht genug sein. Attack. Ich meine, das ist schon ganz schön Power. Ja, okay. Mach 2 andere Blocker für 2 Wegtappen. Und Damage. GG. Ja, okay. Kann man machen. Cool. Deck funktioniert. Naja, funktioniert. Ihr habt es gesehen. Der Core ist auf jeden Fall witzig. Und mit diesem neuen Schildkröte, die alles bufft, könnte ganz cool werden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr verbessern würdet. Oder ob ihr so ein Deck für euch für Standard baut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.